Uff da, uff da, uff da, uff da, uff da. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starcraft 2.2. Da sind die gleich nochmal. Das könnte auch bei dem bajuwarischen Volksfest. Uff da, uff da, uff da, uff da, uff da. Würde der Grund sein, warum es bei Platz 34 ist? Ja, das kann sein. Das Dibbel-Dibbel von davor war, fandest du besser? Das da, vorher war belanglos, hier rege ich mich auf. Das ist ein Unterschied. Es gibt Lieder, die ich aktiv schlecht finde. Es gibt Lieder, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht toll, aber wenn es halt im Hintergrund läuft, kann man es auch nicht ändern. Und das ist tatsächlich die Schwelle gewesen beim letzten Lied. Was hat der da geschrieben, Herr Gerichts? Ja, geil. Mama auf. Oh, kein Rasch. Dann mach ich mal nicht auf. Kannst du mit deinem Probe, mit deinem Worker, der draußen steht, bitte da mit angreifen? Nicht mit allem. Aber die eine Probe, die da stand, wäre ganz gut gewesen. So, jetzt ziehen wir zurück. Okay. Ja, ich muss las, ich muss lesen. Genau. Der kommt wieder. Weiß nicht, ob ich den Pile denn so geklärt kriege. Ja, im Verbund wird das gelöst hier. Wunderbar. Mergorix ist ja auch ein guter Teamspieler. Sowieso. Aber es hat uns auch nicht gerade wenig gekostet. Also mich zumindest an Mining Time. Und meinen Reaktor kann ich da glaube ich auch nicht bauen gleich. Hi! Gott, was wird das denn jetzt hier? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, so ist es ja. Machen es so. Oh, jetzt kommt das erste Max-Giesinger-Lied. Ich finde, das ist ein richtiges Max-Giesinger-Lied. Menschen leben, tanzen, Welt. Oh, oh. Okay. Look around. Oh, Nergorix macht den Rock schon wieder kaputt. Der ist wieder so laut! Ist halt Max Giesinger. Kannst du da vorne mal aufmachen, eventuell? Da ist was. Ganz viel. Hilfe! Ja, das wird wohl nichts in der Natural. Ich Wo würde nicht hilfst zwei du? Adepten da draufschicken. Ich dachte, Hilfe! Ich dachte, du machst da mit! Ja, meine Einheiten sind schon tot. Hier ist ja offen. Das ist ja noch Die Wall schlechter. ist übrigens nicht ganz Ja, dicht. lag an deinem Pylon. Hör auf zu meckern, mach was. Ja, wir müssen pullen. Na, Rock, pull doch bitte irgendwas! Der Depp blockt einfach mal alles. Ja, dann Micro doch auch einfach mal ein bisschen. Meine Fresse. Und warum ist das hier immer noch nicht mit dem richtigen Hotkey? Ja, ich würde sagen, das war's.
Also wenn du Geld über hast, ne? Nee, eventuell nicht. Aber we have holdet. Ist ja, auch immer was wert. But at what cost? Ja, so wenig war das jetzt auch nicht, was der da. Ja, aber wir haben keine Eco mehr. Wir haben alle unsere Worker verloren, weil es dir noch nicht aufgefallen ist. Ja, Chronoboost und Kiwi. Außerdem hast du Mules. Ja. Das ist aber auch nicht unendlich viel. Das ist ein Liberateur. Ach, das ist deiner. Ja. Ja. Logischerweise. Mama! Das hol den Traktor raus! Das Puddinglied! Amageddon Nummer! Mama, du bist like Traktora. Was heißt das auf Deutsch eigentlich? Mama hatte. Die kaufte einen Traktor. Traktora kann man doch wohl gut verstehen, ja, oder Traktora nicht? Traktora kann ich verstehen. Und Armageddon Oma auch. Und Morona auch. Da ist er ja schon wieder. Ist er schon wieder, Alter? Ja, helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ich versuch's. Hat nicht so funktioniert, möchte ich behaupten. Helfen Sie mir doch! Ich hab gleich keinen Worker mehr! Weißt du, mir geht's anders! Ja, warum hast du denn noch weniger als ich? Ich bin doch wenigstens der Rana, aber du musst doch wenigstens mal irgendwas haben! Ach, na gut. Das ist das Problem bei so Und das ist doch irgendwie gar nichts! Dieses Game jammere und beschwere, obwohl man und genauso scheiße ist wie alles andere auch! Ich war deutlich besser als du und das, obwohl ich der Rana war, ja? Guck dir den meinen Wert der Armee an. Guck dir deinen Wert der Armee an. Guck dir meine Abbaurate für Ressourcen an. Guck dir deine Abbaurate für Ressourcen an. Ja, du sagst doch, du bist Terraner. Das ist so, wie wenn man immer sagt, der Nagelsmann ist schuld. Dabei sitzen die Schuldigen doch wohl eine Etage dahinter. Krokodilski Psychopath. Ich glaube, diesen Chor im Hintergrund haben sie auch von Alf Poa geklaut. Ein Stö. Klingt auch so ein bisschen, als wollten sie auf den Bogen spucken. Ich will kein Gasbahn für den Pylonen bauen. Das sieht schon wieder so belanglos aus. Es ist nicht alles belanglos, nur weil es nett ist. Aber wir werden sowieso ein völlig unterschiedliches Ranking haben. Also er ist jetzt auch nicht meine Nummer 1, aber ist trotzdem ganz gut. Er ist nicht dein Spirit Animal, willst du sagen? Genau zu sehen ist es mein Platz 19, wenn du es wissen willst. Aber es ist halt dann doch sehr radiotauglich. Ja, das, ich will 15 Ding. Ich finde auch gut, dass das Lied mit Putins Krieg kommt und jetzt das Lied Ich will kein Soldat sein. Beim anderen geht es darum, gegen Putin zu kämpfen. Darf ich dich daran erinnern, dass Russland ein Lied gemacht hat, wo es heißt, keine Waffen mehr? Und, ja, aber von Russland erwartet man ja auch sowas. Die Schweiz dagegen erwartet man auch, dass das Lied... Ja, gut, ein Schweizer Neutral müsste eigentlich neutral sein. Ja, er fordert ja auch auf, nicht zu kämpfen. Was ja heißen würde, dass Russland gewinnt, aber das ignorieren wir mal kurz. Oh. Eure Sonne müsst zusätzliche Führungen bauen.
Das ist quasi das melodramatische, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, oder was? Keine Ahnung. Du kannst das selber genauso gut verstehen wie ich, weil es ist auf Englisch. Erstmal einen zweiten Pylon vergessen. Richtig nice. Ja, ich sag du, dazu ach, mal du nichts. Auch? Du auch? Ja, ich habe es aber früh gemerkt. Es war nicht so ganz so lang, mein Supply Block. Wenn du den jetzt erst merkst, diesen Supply Block, dann ist es ein bisschen spät bei dir. Ah, das ist doch scheiße. Vor allem, weil der Repair da kommt, ne? Ja, ich wollte wenigstens noch dieses Dings bauen. Ich wollte auch eigentlich keine Adepten bauen. Ach so, ein Adept am Anfang. Kann niemand nicht. Nein, das will ich nicht bauen. Auch keinen Nexus will ich in der Eco-Line bauen. Dankeschön. Ich würde jetzt gerne mal überhaupt einen Nexus bauen, aber. Ein Marine? Oder ist ein Marine? Warum ist da ein einzelner Marine bei dir? What do you want? Marco Marine. Das war auch Katastrophe. Aber nicht nur, Cyrock, nicht nur, dass ich den zweiten Pallen vergessen habe, ich habe auch den dritten vergessen. Das wird ja bei dir bitte immer besser. Aber das lag jetzt in dem Reaper-Drama. Mama, gib mir ein Traktora. Schüh. Was heißt eigentlich dieses Schüh? Das ist ein Buchstabe bei denen. Buchstabe bei denen? Das habe ich gelesen, dass man das. Keine Ahnung, das musst du nochmal durchlesen. Das kann ich jetzt nicht rezitieren. Moin. Wo geht es für dich? Hat Herrlichens. Was hat er? Herrlichens? Natürlich, Herrliche hat er da. Herrlichens! Ach, Herrlichens, okay. Denk doch mal ein bisschen nach, Minion. Ein Riesenpatze von Olikan. Ja, Nagelsmann einzustellen zum Beispiel. Da gebe ich dir ausnahmsweise uneingeschränkt recht. Und es dann wieder zu beenden geht auch nicht. Sowohl als auch. Ja, doch, das geht dann wieder. Nee, das geht nicht. Ich genauso gemacht. Er hat einen 5-Jahres-Vertrag, sag. Weißt du, wie viel Geld dir das kostet? Ja, weißt du, was du, weißt das du, was kostet Bayern so ist? Viel, wie Bremen wahrscheinlich in 30 Jahren nicht ausgibt. Ja, aber weißt du, was dem FC Bayern das ist, was der kostet? Ich meine, das musst du ja dann in der Champions League wieder reinspielen. Weil die spielen ja nur gegen so einen einfachen Aufbaugegner, habe ich gehört. Naja, Paris da schon mal hat mehr geschlagen, erst von daher. Ja. Das mag ich auch. Ja, das ist so ein 0815 Pop-Ding. Du bist so Pop-Mensch. Ja, ein bisschen drüber hinaus, finde ich. Weil diese Bridge mit. Und das ist auch. Also, es ist sehr poplastig, klar, aber es ist ein bisschen mehr als der übliche Radiosong, finde ich. I can vollzieh it nach. Also, ich persönlich. Es ist nicht so meine Schiene, aber. Ich kann verstehen, warum. Um das politisch korrekt auszudrücken. Und was Streicher finde ich auch immer geil. Muss ich auch sagen. Machst du Puschle? Ja, also ich gucke ein bisschen mit Blinkstock an. Ja, gut, da kannst du ja ein bisschen ausweichen. Genau, machen. Deshalb. Da muss man ein bisschen Druck machen. Nur normales Info. Was ist denn hier eigentlich los? Depot-Tanz hier. Hier die runter, hier die rauf. Und vor allem, er macht nichts und du darfst ihn kaputt machen. Willst du mich tanzen sehen? Guck mal, jetzt ist hier ein Einhorn auf einmal. Tanzen! Das war noch Musik. 7-7 Ailulu. 7-7 1-2. Unicorn. I'm standing like nee! Cyrock, Hilfe! Autowagen! Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr! Das war ein richtig starkes Force-Field. Na übrigens, muss ich mal loben. Ich bin ja auch gut. Manchmal. Bleib stehen! Er ist weggefahren. Er ist schneller als ich. Ja, wäre ganz gut, wenn du. Oh, jetzt ist bei mir in der Main! 800.000 Widow meins! Bei dir kommen sie jetzt auch in die Main, ne? Aber da dürfte nichts mehr drin sein eigentlich. Doch. Nee, die 4 Rüdemanns sind hier. Die habe ich jetzt getötet.
Aber du hast auch keine Worker mehr, so wie ich das deute. Ja, das ist jetzt so eine Ansichtssache. Das ist jetzt quasi das Zurückerinnern auf Ukraine vor 2 Jahren. Aber ich finde es sogar noch besser als das Ukraine vor 2 Jahren. Suarez, Suarez. Und hier stehen noch 2 Worker, die den Rock umarmen. Und es kommt ein Push auf uns zu. Mit vielen Immortals und Arkins. Da kommen wieder hier Viechers. Aber ich hab sie, glaube ich, jetzt. Hast du sie abgefangen? Dann bleibe ich nämlich da in der Mitte, in der Mitte. Bei dir in der Main, weg mit den Workern, weg mit den Workern. Nicht dreimal im Kreis am besten. Und Double Banshee cloaked. Ich komme mit einem Detector in die Main, da wo deine Worker stehen. Zieh deine Worker da weg. Und der Observer ist hier. Eine habe ich. Ja. Mein Observer ist halt leider ein bisschen lahm. Was ist euer? Besser als erwartet. Hat ihm auch was gekostet. Ja, leider nur eine Benji. Wenn es beide gekostet hätte, wäre. Ja, ich habe Blink schon benutzt. War ich leider nicht in der richtigen Position. Ich will auch mal zugeben, da war ich nicht in der richtigen Position. Wir sollten gleich auf jeden Fall mal irgendwie was machen, aber ich habe leider nicht mehr die beste Armee gerade. Vor allem 1200 Gas und mein Templar-Acker ist noch nicht fertig. Bau da mal so eine Vorderwall. Ja, musst du ein bisschen. Ja. Also, es wäre gut, wenn du mal eine Cannon in jede Ecoline machst. Ich will das auch gleich, wenn meine Fort endlich fertig ist. Jetzt ist sie da. Waren das eigentlich beides Protoss? Ne, Protoss und Terraner, ne? Aber Protoss, der andere halt war ja, aber ja, der andere war ja Autowagen, Mensch. Ja, aber der spielt Mech, ne? Boah. Halt schade für uns. So, jetzt musst du übrigens mal ein bisschen hingucken, weil das der absolute Top-Favorit ist. Ich mag es jetzt. Der absolute eher so Top-Favorit mäßig. Ist das? Ja. Ist ja also gar nicht der Finne. Ne, der ist auf Platz 2 auf den Quoten. Die hat ja schon mal gewonnen. Also ich bin auf Immortal Stalker unterwegs, ne? Sehr gut. Bei der weiß ich noch nicht, ob das sehr gut ist. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Kassar, ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Hier steht schon wieder Worker, du hast irgendwie einen Worker Waypoint Fail. Das ist einer, oder? Ja, aber trotzdem, das ist ja ein Grundhammer, der da steht. Irgendwo ist noch eine. Der Waypoint ist korrekt, ich habe extra nochmal überprüft. Mein Gott, wann sind die jetzt endlich da? Danke. Da kommen sie, vorne. Ich bin leider ein Stück weiter hinten, weil ich durch deine tolle Wall nicht durchkomme. Warte, nicht weiter chasen. Wenn du kannst, ja. Ich kann da halt gar nicht fighten an dieser Position. Das verlieren wir dadurch. Wir hätten den Fight halt delayen müssen. Ich hätte durch die Rocks und dann von hinten kommen müssen, aber. Ich fight den ganzen Fight nicht mit, weil deine Immortals mit niedrigerer Range vorne stehen. Ja, er hat übrigens die Cannons und meine Eco ohne Probleme abgerissen. Ja, macht nichts. Wir chasen hier die Hauptarmee, Zarok. Wir müssen das jetzt. Ja, wir haben eh verloren. Also, wenn deine Immortals jetzt nicht alles weghauen.
Nicht sehr schwarz. Aber die machen einen guten Job, kann man hier noch sagen. Aber wir hätten die Rocks vorher klären sollen. Dann hätte ich von der anderen Seite kommen können und hätten wir den ersten Fight deutlich besser genommen. Naja. Warum du auch versuchst, irgendwo zu flankieren, wenn wir einfach vorne drauf können und die kannten wir ja nicht, weil du ja im Weg stehst mit deinen Models, die niedrige Range haben. Du hast ja zugewallt. Das hast du ja nochmal extra groß angekündigt. Da hab ich ja nur gesagt, naja. Der blinkt doch dann nach vorne. Ich kann nicht in den Gegner reinblinken. Hab ich auch gemacht. Macht's gut, tschüss, Leute.